Fragmente. Roman von Ralf H. gelesen von Ralf H. Oktober. Kapitel 1. Der September geht freundlicher, als er kam. Gestern Abend hatte Andreas kurz mit seiner Frau telefoniert. Wie immer war es mehr Pflicht als Begeisterung. Zu Hause war alles in Ordnung. Nichts, was abseits des Gewohnten war. Um ehrlich zu sein, er wollte auch gar nicht wissen, was dort vor sich ging. Für ihn war viel wichtiger, was in Bremen alles auf ihn einstürzte. Es war nie seine Wohnung. Für Doxy war es ihre Wohnung, die gemeinsame Wohnung. Für Andreas nicht. Für ihn war es immer die Wohnung im Haus seines Vaters. Für Doxy war es das Zuhause. Für ihn eine Last, ein Klotz am Bein. Etwas, das ihn in der Nähe des ungeliebten Vaters festband. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er die Wohnung längst aufgegeben. Seit dem Tod der Mutter hielt ihn dort nichts mehr. Überhaupt nichts. Noch nicht einmal Doxy, die die Wohnung liebte. Wo er lebte, war völlig gleichgültig, solange er eine Arbeit hatte, die ihm etwas bedeutete. Der Feiertag fiel in diesem Jahr auf einen Donnerstag. Die zentralen Feiern fanden ausgerechnet in Stuttgart statt. Andreas war mehr aus Pflichtbewusstsein denn aus Leidenschaft nach Süddeutschland zurückgekehrt. Den Feiertag verbrachten Doxy und er zusammen. Sie besuchten sogar die Einheitsfeier, wo allerdings kaum ein Durchkommen war, so sehr wimmelte es vor Menschen. Am Freitag musste Doxy arbeiten, am Samstag hatte sie Bereitschaftsdienst. Am Sonntag frühstückten sie zusammen, danach hatten sie Sex auf dem Küchenboden. Spontan, wild, etwas schmutzig, aber befriedigend, wie lange nicht mehr. Einige Stunden hatte Andreas das Gefühl, dass die Leidenschaft zwischen ihnen doch noch nicht ganz verschwunden war. Es gab ja immer so viel zu tun. Natürlich hätte Andreas seinen Wunsch äußern können. Doxy verabschiedete ihn an der Wohnungstür. Er hätte sich gewünscht, dass sie ihn zum Flughafen begleiten würde, aber sie dachte nicht einmal daran. Wahrscheinlich hätte Doxy ihn sogar zum Flughafen gebracht, aber er wollte nicht bitten und betteln. Wenn sie nicht selbst auf die Idee kam, war es bedeutungslos. Einen Augenblick schmerzte der Gedanke daran, dass andere Männer liebevoller von ihrer Frau verabschiedet werden, auch wenn Andreas diese Unterstellung nicht durch Beobachtung untermauern konnte. Das Gefühl, eigentlich nicht geliebt zu werden, war stark in ihm. War aber unwichtig in dem Moment, in dem er durch die Kontrollen am Flughafen ging. Noch während er seinen Gürtel wieder in die Schlaufen der Hose steckte, verschwand Stuttgart und alles, was damit zusammenhing, aus seinen Gedanken. Und mit den Gedanken verschwindet eine Last, die er nie so benannt hätte. Am Morgen beginnt die Arbeitswoche, die sich nicht von den vorherigen unterscheidet. Anna kommt etwas zu spät, wie fast jeden Tag. Ihr Rock ist ein Stück zu kurz, ihre Schuhe deutlich zu hoch. Sie trägt fleischfarbene, fast unsichtbare Strumpfhosen und am linken Knöchel ein Kettchen. Auch wenn Andreas weiß, dass das heute so üblich ist wie zig Ringe an Fingern und Zehen, hat solch ein Fußkettchen für ihn immer etwas Nuttiges. Er versucht, den Gedanken zur Seite zu wischen. Unter Hannas Augen sind dicke Ringe zu sehen, was Andreas vermuten lässt, dass sie das Wochenende nicht zum Ausspannen genutzt hat. Aber zu mehr als Grüß Gott von seiner Seite und einem guten Morgen von ihrer Seite reichte es nicht, denn sofort kam das erste Telefonat und danach das zweite, ohne dass er das erste hätte aufbereiten können. Eigentlich sollte er seit 2 Wochen eine Unterstützung haben, aber er kam nicht dazu, eine Bewerberauswahl zu treffen, obwohl er von Seiten der Personalabteilung schon angemeint worden war. Er hörte sich an, was der ihm unbekannte Kunde zu sagen hatte, und sah Hannah, die damit beschäftigt war, ihre Nägel zu lackieren. Andreas war niemand, der sich seine Wut anmerken ließ, aber in diesem Moment wünschte er sich, laut werden zu können. Während er ans Telefon »Ja, ja« sagte, hörte er, dass die Tür des kleinen Ladengeschäfts aufging. Auch das noch. Ein Kunde. Er verstand zunächst nicht, was vorne gesprochen wurde, aber dann wurde Hannah laut. »Sie können doch nicht!« Dann klopfte es an den Türrahmen und Andreas konnte sich ein Lächeln, das immer breiter wurde und schnell in ein offenes Lachen überging, nicht verkneifen. Im Türrahmen stand die Blonde, der unendlich lange Zopf, die zig Schichten aus nicht zusammenpassender Kleidung. Vor ihm stand seine Rettung.